Hallo und herzlich willkommen hier heute auf unserem Kanal der Zeichensimulatoren. Ich werde euch heute ein neues Spiel vorstellen und wie es weitergeht oder wie das Spiel ist, sehen wir nach dem Intro. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück nach dem Intro. Ich werde euch heute ein neues Spiel sehen, zeigen, eher gesagt. Und zwar den Airline Manager 2. Ja, App-Vorstellung. Ja, es kommen wieder App-Vorstellungen, jedenfalls gerade mal. Zumindestens werde ich euch nämlich jetzt zeigen, wie der Airline Manager 2 ist. Es gibt den Airline Manager 1 oder Airline Manager nur. Den habe ich auch mal gespielt, den fand ich jetzt nicht so gut. Jetzt zeige ich euch den Airline Manager 2 natürlich. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr am Handy seid, einfach draufklicken, wenn ihr werdet in den App Store weitergeleitet. Oder wenn ihr am PC seid oder einfach hier Airline Manager eingeben, dann kriegt ihr das, dann einmal installieren und dann öffnen wir den mal. Ich habe den jetzt schon ein paar Tage gespielt, deswegen sieht es bei mir auch ein bisschen anders aus. Sieht's bei mir auch ein bisschen anders aus. Ihr bekommt jetzt erstmal was zum Anmelden. Das ist ganz normal, könnt euch anmelden, müsst ihr euch aber nicht. Ich habe es jetzt gemacht, weil das Spiel einfach gut ist. Ja, dann haben wir hier den Airline Manager. Was ist der Sinn dieses Spiels? Der Sinn dieses Spiels ist eigentlich ganz einfach. Du hast musst eine Fluggesellschaft aufbauen. Ich habe aktuell 8 Flugzeuge in meinem Repertoire. Da zeige ich euch jetzt gleich aber noch ein paar andere Sachen. So, was haben wir hier? Wir haben einmal den Airline Report, wir haben einmal den Treibstoff, Flüge, Flottengröße, haben wir aktuell 8. Wir bleiben aus hier von nur, weil ich aktuell keinen habe. Aktive Routen aktuell 8. Geplante Flugzeug, Wartung habe ich 0. Verkaufswert aktuelle fliegende Flugzeuge 2, da werden wir gleich auch nochmal reingucken. Nächste Ankunft in 1 Stunde 49. Dann haben wir unten nochmal die Company-Prognose, die ist eigentlich ganz unterschiedlich. Man sieht genau, wann ich Flugzeuge gekauft habe. Das war hier, wann war das? Hier am 1.5. habe ich welche gekauft. Dann stieg es wieder an, habe ich Geld gespart. Dann habe ich vom 3.5. auf dem 4.5. glaube ich sogar 2 Flugzeuge an einem Tag gekauft. Und dann steigt es immer mal wieder weiter. Dann habe ich gestern am 6.5., ja, am 6.5. ist heute, habe ich heute nochmal ein Flugzeug gekauft. Ja, dann haben wir unten den Fortschritt, wie ich geändert habe. Dann haben wir unten nochmal die aktuellen Transaktionen, was hier gerade wie an Geld reingekommen ist und wie auch weiter. Da kann ich auch noch alle Transaktionen anzeigen. Das ist ganz schön viel. Jedenfalls, wenn man weiterspielt. Dann haben wir hier natürlich ganz normal über das Aufklappsymbol. Haben wir hier auch auf der Seite nochmal. Ich weiß nicht, kann ich das zeigen? Ja, kann ich euch zeigen. Also, nein. Da haben wir hier einmal, was haben wir hier? Den Kurs, den Bonus, der aktuellen, nein, den aktuellen Treibstoffbedarf haben wir hier und der Ruf. Dann haben wir noch Abmelden, Profil und E-Mail. Das zeige ich euch jetzt aber nicht. Gehen wir jetzt mal hier oben auf diese drei Symbole. Dann öffnen wir hier wieder die Übersicht. Da haben wir jetzt einmal noch Übersicht. Da waren wir jetzt gerade drin. Das war hier noch, zeige ich euch jetzt nochmal. Das war jetzt nochmal hier diese Übersicht mit den ganzen Informationen. Ziehen wir das wieder auf, haben wir nochmal Treibstoffe, da kann man jetzt genau sehen. So, aktueller Treibstoffpreis 450, der war hier schon mal bei 1600. Aktuell kostet der nur 450, also ganz gut. Ich glaube, ich warte nochmal ein paar Minuten. Wann synchronisiert er wieder in 30 Sekunden? Dann werden wir nochmal vorbeigucken und dann gucken wir mal, aktuell liegt er bei 450. Das notiere ich mir mal kurz und dann werden wir jetzt gleich nochmal vorbeigucken, ob der Preis gesunken ist oder steigt. Der wird wahrscheinlich nochmal um 70% sinken. Immer gucken, ich gucke immer, wann der Preis ganz angenehm ist. Heute, also gegen, wann war das, 14 Uhr etwa, lag der bei 250. Das ist ein ganz angenehmer Preis, da habe ich auch gekauft. Ja, dann haben wir hier einmal diesen Tankstatus. Da seht ihr, da ist eigentlich ganz viel Platz drin. Dann haben wir die Aktualisierung des Marktes in 29 Sekunden. Gesamtkapazität 2 Millionen Liter. LBS hat irgendwie noch meine eigene Marke. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wie man das ausspricht. Dann haben wir die verbrauchte Menge und den Bestand. Aktuell habe ich 677.000 Liter oder Barrels. Ich weiß nicht gesagt. Dann könnten wir hier theoretisch auch noch was kaufen. Ich will jetzt hier 2 Liter kaufen. Oder wenn es jetzt in Liter abgerechnet wird, will ich mich hier jetzt nicht drauf festlegen. Das kann natürlich möglich sein. Dann haben wir jetzt 2 Liter, können das erweitern, hin und her, kaufen, 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 kaufen. Irgendwann wird es zu viel und hier oben wird dann auch halt angezeigt, ne, so viel Platz hast du nicht. Kauf bitte weniger. Ja,
Ja, dann haben wir hier den aktuellen, ganz normalen, ach ne, es sind 28 Minuten, Entschuldigung. Dann haben wir hier nochmal den Preis, also ganz normal, das haben wir hier zum Tanken nochmal. Dann haben wir den Hangar, da haben wir einmal den AC-Markt und die Flotte. Wir gehen jetzt erstmal auf die Flotte. Da sehen wir jetzt hier meine Flotte. Also aktuell habe ich hier drei Flugzeuge, meine ich. Ich habe hier aktuell 8 Flugzeuge in meinem Repertoire unterschiedlicher Marken. Davon müssten noch 3 komplett brandneu sein. Die habe ich mir vor 2 oder 3 Tagen erst gekauft. Ja, hoffen wir dir, wenn die Flugzeuge drin stehen. Dann haben wir hier noch bestehende Auslieferungen. Also die Flugzeuge, die jetzt gerade auf mir in meinen Base sind, sage ich mal, oder die mir jetzt aktuell noch gebaut werden. Was meine ich genau mit bauen? Wenn wir jetzt mal auf jetzt bestellen gehen, haben wir hier einmal den ganz normalen Gebrauchtflugzeugmarkt. Ja, da habe ich ein Connection Loss, das ist gut. Das heißt, ich muss mal kurz Teamspeak schließen. Dann haben wir hier einmal die ganz normalen Flugzeuge, die schon einige Flugstunden haben. Zum Beispiel der unterste, der Sub-Sub-90, hat schon 71.000 Flugstunden. Da gibt es aber auch dann hier, wenn wir wieder hochscrollen, auf fabrikneue Flugzeuge haben, können wir uns Flugzeuge von Boeing, Airbus und so weiter, also ganz viele unterschiedliche Marken. Wir gehen jetzt mal auf Boeing aus Seattle, aus den USA. Da können wir mal runterscrollen. Hier, das billigste Flugzeug kostet 1,856 Millionen, hat eine Reichweite von 4.449 Kilometer. Wenn wir jetzt mal da draufklicken, sehen wir ganz normal den Hersteller. Das ist einmal Boeing. Dann das Modell ist die B737-500. Treibstoffverbrauch pro Kilometer, Reichweite, eine Reisegeschwindigkeit 780 Kilometer pro Stunde, Reichweite 4, genau das, was ich gerade schon gesagt habe. Sitzkapazität, das Blaue sind 123, also ganz normale Sitzplätze. Dann haben wir die Economy Class und die First Class. Also das Grüne ist Economy, das Rote müsste die First Class sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann wird hier benötigte Crews, sind einmal zwei Leute, die das fliegen, dann müsste dieses Herz, dann müssten die Stewardess sein und 6 irgendwas anderes. Das müsste, sehen wir uns gleich noch. Dann haben wir hier noch die minimale Startbahn-Forderung, wie lange die sein muss. Das sind 7500 FT. Was das genau ist, kann ich euch nicht sagen. Dann haben wir hier nochmal die Fluggruppen. Da können wir jetzt hier genau auswählen. Zum Beispiel das Blaue, also 100, ich will 103 normale Sitze haben und 10 Economy. Und theoretisch dann auch, wenn ich First Class will, kann ich auch nochmal reingehen. Zum Beispiel, ich will 2 haben. Dann wird das hier nochmal aufgeteilt und dann haben wir auch, dann haben wir auch ganz normal. Das kann man auch hier ziehen. Theoretisch, aber nein, das wollen wir nicht. Dann haben wir hier noch Triebwerke auswählen, sind meistens in 1. Beförderungskonfiguration. Dann haben wir hier noch Optionen, zum Beispiel Wi-Fi, also Internet, Center Tank, bessere Kabinenausbau zum Beispiel auch. Unterschiedliche Sachen, die spiegeln sich natürlich auch im Preis wieder. Ja, dann können wir hier, ich will nicht so viele. Dann haben wir Auslieferung in 4 Stunden 22. Kosten der Option 576.000 Euro. Also Flugzeugkosten sind 1,8 Millionen. Also plus dann nochmal die 576 sind 2,432 Millionen. Das heißt, man kann sich auch Flugzeuge kaufen, auch neue, alte. Dann haben wir noch Marketing. Da können wir uns zum Beispiel eine neue Werbekampagne buchen, was ich jetzt mal nicht mache. Da können wir halt ganz viele unterschiedliche Sachen drin machen. So, dann haben wir hier einmal die Wartung. Klicke ich jetzt mal drauf. Da sehen wir, ob gerade neue Flugzeuge in Wartung sind oder nicht. Da können wir jetzt auch zum Beispiel Flugzeug auswählen. Zum Beispiel dieses obere. Zack, das möchte ich bitte. Ne, das möchte ich bitte so lassen. Check-in. Da können wir jetzt zum Beispiel, ich starte mal die Wartungsplanung, die läuft jetzt. Und ja, das geht dann halt so weiter. Dann haben wir hier ganz normal, ich glaube, ich habe Flugzeug übersprungen, Entschuldigung, das heißt, wir gehen jetzt nochmal auf Flugzeug zurück. Da können wir mal Flug. Dann gehen wir jetzt mal auf Flug. Das sind aktuell unsere ganzen Flugrouten, die wir haben. Davon sind aktuell, die untersten beiden sind aktuell unterwegs. Die fliegen noch 1 Stunde 15, 1 Stunde 42. Und jetzt gehen wir auf Abflug von 5 Routen. Zack, da wird uns hier aufgerufen, wir kriegen. Ja, dann sehen wir hier oben einmal verkauft Essen. Verbrauchte Treibstoff in der Zeit 56.422 Liter. Gesamteinkommen sind 52.720 Euro. Die werden auch direkt hier oben, oder Dollar eher gesagt.
Dann können wir hier nochmal genau gucken. Einzelne Flüge, Registrierungsnummer, Flugnummer, Treibstoff, aber auch insgesamt. Da können wir auch nochmal genau sehen, wie viele in Economy, Business und Erste Klasse gesessen haben. Und das können wir eigentlich schon sofort wieder schließen, weil nichts Interessantes drinsteht. So, dann sehen wir jetzt hier. So, das nächste Flugzeug kommt in 50 Minuten. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Da können wir die Flugzeuge losschicken. Dann gehen wir jetzt wieder auf Flug und neue Flugrouten. Dann können wir zum Beispiel sagen, komm, ich habe ein neues Flugzeug gekauft, das wähle ich dann hier aus, das steht dann hier drin, wenn es da ist. Dann kann ich hier das auswählen, wovon es fliegen soll, von EDDF. Das ist da mein Heimatflughafen, nach zum Beispiel, was sagen wir, wir nehmen jetzt Germany auch ebenfalls und dann die City, zum Beispiel Hamburg. Dann werden wir jetzt hier, wird mir die Route angezeigt, die Routendistanz 410 Kilometer. Und die längste Teilstrecke, wenn ich das zum Beispiel jetzt noch einen Stopp hinzufügen würde, und zwar warte, brauche ich jetzt auch mal Germany, wo ist es denn jetzt? Germany, und dann will ich sagen, komm, der soll jetzt noch Berlin hin. Das heißt, längste Teilstrecke wären 430 Kilometer. Und die gesamte Distanz sind 680 Kilometer. So, wenn man hier ein Flugzeug ausgewählt hat, was ich jetzt aktuell nicht kann, kann man hier jetzt auch weiterklicken, dann müssen wir noch ein paar Sachen abgefragt werden, die man dann dort eingeben muss. Das kann ich jetzt leider nicht sagen, weil ich kein Flugzeug leider über habe. Ja, dann gehen wir mal auf Personal. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Aktuell habe ich 114 Beschäftigte. Gesamtlohn von 27.000 Euro. Dann stehen, haben wir zum Beispiel die Piloten empfohlen. Sind aktuell 16 Piloten. Ich habe aktuell 25, weil ich mich einmal verlesen habe, aber aktuell zu viel. Die Moral ist 99%. Wie kann man die Moral erhöhen? Aber wenn man mal hier aufs Blaue drauf geht, glaube ich, habe ich das noch nicht testet, will ich jetzt auch nicht. Oder man steigt einfach den Preis. Dann haben wir noch die Technikkasse, das brauche ich aktuell 24, habe 31, das stehen hier noch Ground Crew, Check-in Crew, Cle Cleaning Crew und Flight Crew, also ganz viele Sachen. Dann haben wir noch den Aktienmarkt, das ist auch ganz angenehm. Im Aktienmarkt haben wir nochmal die Übersicht an, wie gut meine Aktie aktuell liegt. Die liegt aktuell bei minus 0,01% aktuell steigend, weil ich heute Flugzeuge gekauft habe, heute schon. Ja, was haben wir hier sonst noch? Oh, ich wurde schon Aktien gekauft. Na, das ist doch ganz schön. Dann haben wir hier nochmal, nein, ich will nicht dafür, Aktienmarkt. Dann haben wir nochmal den Index hier von Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien und den Oceans. Naja, mein Englisch, ihr wisst nicht, so Gott. So, dann haben wir nochmal Aktienmarkt und unter Beobachtung habe ich jetzt zum Beispiel Sondersachen habe. Ja, der Flugsimulator, der Airline Manager ist ein richtig gutes Spiel. Hat auch mir jetzt schon, ich habe jetzt schon eine Woche oder eine Woche, wir können ja mal gucken, seit wie lange ich das Spiel spiele. Das wird mir in der Übersicht ja gezeigt unter der, zack, zu weit unter der Fly, also seit dem 1.5. spiele ich das. Wir haben heute den 6., also gut seit 6 Tagen. Und ich muss sagen, es hat mir vom ersten Tag an Spaß gemacht. Es ist nicht so, boah, der Start ist so schleppend und das dauert so lange und so. Nein, es geht relativ schnell. Ich habe mir jetzt durchschnittlich jeden Tag ein Flugzeug gekauft. Ich glaube, der erste Tag, wo ich das nicht getan habe, müsste Montag gewesen sein. Warte, wann war denn der erste? Nee, ich habe mir Dienstag kein Flugzeug gekauft, weil Montag habe ich mir auf jeden Fall eins gekauft und ich glaube dann ab Mittwoch dann fast jeden Tag. Und das geht dann halt so weiter. Und das ist halt dann so, was ich dann halt so jeden Tag mache. Das macht auch mega viel Spaß. Ja, das war es auch schon von einer App-Vorstellung, die ich ganz spiele. Natürlich, ihr könnt mir auch natürlich auch App-Vorstellungen vorschlagen, die ich mal spielen soll. Dann teste ich die mal und dann kommt ebenfalls App-Vorstellung. Ich hoffe, das Video ist synchron geworden, weil ich hier gerade mit einem Aufnahmeprogramm vom Handy aus aufnehme, also mein Handybildschirm aufnehme und gerade über mein Audacity meine Stimme gerade aufnehmen. Ich hoffe, das kriege ich einigermaßen synchron hin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Daumen wäre natürlich schön. Und wir sehen uns.